Moin Moin und willkommen zurück zu Elden Ring. Und ja, wir haben es schon in den letzten Male schon immer gesagt und auch angedroht, oder beziehungsweise ich. Ich muss unbedingt stärker werden. So, wir haben uns ein paar Sachen eingesammelt und haben unsere Flaschen ja auch erhöht. Genau, jetzt mal kurz gucken, wo auf der Karte sind hier. Also ich würde hier also ganz gerne hier irgendwas, wie heißt das? Das mal erforschen. Jetzt habe ich natürlich ein paar Sachen schon rumgeguckt. Das macht auch Spaß. Aber ich glaube, ich muss hier nochmal überall längs reiten, um auch hier die letzten Geheimnisse zu entdecken, sozusagen. Bevor wir uns hier dran machen, behaupte ich mal. Das heißt, wir, genau, das können wir hier, da waren wir schon, da geht's dahin. Guck mal, da geht's Sturmhügel. Das zeigt ja eigentlich, dass man hier rein muss. Aber hier, das haben wir alles gar nicht so angeschaut, richtig. Vielleicht machen wir das auch nochmal. Wir reisen mal dahin. Und da macht es ja Sinn, vielleicht doch nochmal alles ein bisschen, wie nennt sich das, zu erforschen, damit wir noch ein bisschen weiterkommen, weil, ja, ich muss auf jeden Fall nochmal runter zur runden Tafel, damit wir da irgendwie hinkommen. Also er zeigt ja, wir sollen diesen Weg erreiten. Vielleicht macht es Sinn, da längs zu reiten. Oder ist die falsche Richtung gerade, ne? Ist in die Richtung vielleicht. Da kommen die ganzen Hyopais. Na egal, machen wir mal. Dann reiten wir einfach mal gekonnt. Und dann reiten wir hier. Huch. Was ist das denn? Hier geht's zu einer Burg, ne? Oh, das ist eine riesige Burg. Ah, das ist ein Ball. Kriegerische wilde Schläge, okay. Also schon mal ein paar bisschen Kriegerische gefunden. Also die Burg sollen wir vielleicht noch nicht einnehmen. Ich glaube, dafür sind wir noch nicht so weit. Aber vielleicht gibt es ja einen Seiteneingang oder so. Weil hier ist nämlich auch ein Weg, wie man sieht. Da können wir ja von der Seite reinkommen irgendwie. Richten wir noch mehr ein. Das sieht aus wie ein Hinterhalt hier gleich. Oh, da. Nee, das ist ein Eichhörnchen. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass man da vielleicht von der Seite irgendwie. Hier liegt was. Klumpen Fleisch. Oh, irgendwas höre ich. Das war nicht so gut. Guck es an. Da flattert irgendwas. Fledermäuse oder irgendwie so. Ah, weg da. Kommen die hinterher? Nö. Okay, hier steht eine alte Frau. Das ist die eine, die haben wir doch schon mal gesehen im anderen. Ja, zeigen wir nochmal die Finger. Okay. Raya Lucaria am Abend des Schimmersteins. Na toll. Na gut. Jetzt mal wieder nichts gebracht. Noch irgendwas? Ja. Ein paar Brücken haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Oh, guck mal, hier ist einer. Handbuch des normannischen Kriegers. Okay. Hier sind wir runter. Hier geht es zumindest runter. Können wir noch runter? Ist hier irgendwas? War das jetzt gut, hier runter zu gehen? Oder war das dumm? Na gut. Können wir weiterlaufen? Da ist noch so ein Ball. Kriegssturmball. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen Kriegsasche gefunden. Brauchen wir die guten Sachen nicht kaufen. Wer ist er hier? So. Da hinten liegt noch irgendwas. Ne, hier liegt gar nichts. Okay, also da geht es einfach nur runter, man fällt in die Tiefe. Also wird das ja der falsche Weg sein. Kommen wir hier noch längs.
Ist das richtig hier? Ich komme hier gar nicht mehr weg. Kommen wir hier durch? Okay. Okay, sie einmal im Kreis. Nee. Ach, bin ich auf der anderen Seite vom Stein, okay. Aber wo komme ich denn hier? Boah, Alter, ich komme hier nicht mehr weg. Ich glaube, ich habe mich verfranst. Obwohl, ja, so ein Weg ist ja kein echter Weg. Das ist ja einfach nur, ich bin zwischen den Steinen, ne? Was schreibt denn hier alles? Warum immer gut zuhören? Blutflecke raus, warum Applaus? Ne? Was? Das ist doch kein... Oder ich habe einen super geheimen Weg gefunden. Den kennt vielleicht noch gar keiner. Hier ist ein bisschen Sturm, wa? Oder wie kann ich mir sonst diesen... Okay. Die Wölfe sind schon mal wieder weg. Das ist doch kein richtiger Weg. Fest. Nee. Der Köter. Naja, zumindest sind wir irgendwo an einer Burg hier. Oder was es auch immer ist. Jetzt einmal rumgeritten, was ist das hier? Kristallknospe. Das ist neu, die hatten wir noch nicht. Einmal angucken. Da ist überall ein so ein Ding, wo wir rasten können. Das ist schon mal nicht schlecht. Obwohl, naja, rasten brauchen wir nicht. Wir brauchen uns einfach nur berühren, weil wir sind ja eh. Sind ja eh hier. Haben wir eh nicht kein Leben verloren. So. Dann ist wieder ein Friedhof. Das ist ja gut. Hier ist nochmal eine Kirche. Mal in die Kirche mal reingehen, da gibt es bestimmt wieder so ein Rastding. Ne, da gibt es noch was anderes. Kirche von Irith. Oh, da kriegen wir wieder so eine heilige Träne. Oh, da sitzt jemand, warte mal. Können wir mit ihm reden? You're tarnished, aren't you? Yes. Then perhaps you could spare some runes. Believe it or not. I studied Blinstone Sorceries at the Academy of Rhea Lucaria. For a small donation, I'd be... Oh, yeah. Well, bless you, bless you. You're a true... My name is... Presuming you're interested, I can teach you sorcery, as promised. Only, none of them are particularly great. Was gibt's denn da so? Okay. Ist für uns alle nicht gegeben, da wir überhaupt Weisheit ja überhaupt nicht hochgehauen haben. Deswegen ist uns das egal. Was hat er noch was zu erzählen? Friend, I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity. Oh, right. I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rhea Lucaria, where we study glintstone sorceries. Only its doors have been closed for... quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the shattering, the Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd... just popped out. And now wie dumm von dir. From my place of learning. Über den Schimmerstein schossen. Why not find yourself a glintstone key? Without one, you can't pass through the academy. And you'll never reach the Erdtree capital.
And if you find an extra glintstone key, perhaps, once you've tied up all your loose ends, and I can be very patient, would you consider donating it to me? Klar. I'm a Bluntstone. Mary, but still, my place is a... Machen wir. Okay. Wir haben auch so eine Träne bekommen, die können wir noch wieder einsetzen, ne? Bin ich verkehrt? Aber hier oben war doch unser... Ah ne, warte mal, wir gehen mal, ich will mal runter zum Friedhof, bevor wir das machen. Gucken wir, ob wir hier irgendwas finden noch. Wir müssen auf jeden Fall zum Schmied nochmal, weil ich habe, glaube ich, schon einige Schmiedesteine wieder gefunden. Alchemie-Schriftrolle, keine Ahnung. Ihr seid das nur. Naja, das. Okay. Oh Mann. Aber wie man sieht, desto mehr das sind, desto härter hauen die rein. Ne? Natürlich dumm, denn da reinzugehen, war natürlich wieder eine Noob-Aktion, aber was soll's. Okay, aber die holen wir uns auf jeden Fall wieder, unsere Sachen. Aber das Geile ist, ja, was ist denn das für eine Flasche hier? Flasche der wundersamen Arznei. Da müssen wir kurz mal angucken, was, wofür ist denn die gedacht? Verleiht verschiedene besondere Effekte. Die kann man immer wieder benutzen. Kann man die immer benutzen einfach? Oder ist die dann weg? Wir testen mal. Okay, jetzt ist sie weg. Warte mal, hat er hier irgendwas gemacht hier bei uns? Keine Ahnung. Gut, wir müssen jetzt einmal die Pferde hier. Dann holen wir uns mal kurz unsere Dinger wieder, die wir da verloren haben gerade. Hab ich jetzt ziemlich weit vorne verloren, ne? Ich wollte mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Wenn ich irgendwas hier übersehe. Wäre ja auch ein bisschen ärgerlich, ne? Ich kann ja auch hochjumpen. Hier ist nichts, ne? Doch da. Ne, das ist ein Gegner. Die hindern ja. Nein! Was mache ich denn da? Ich wollte doch nur ein Ding einsammeln. Oh, Leute. Könnt ihr da oben nicht hängen bleiben, ihr Affen? Wie oft ist mir jetzt schon gestorben, ne? Gut, aber die holen wir uns jetzt mal wieder, die Sachen. Das ist ja noch nicht das Schwierige, glaube ich. Oh, wie dumm. Also ab und zu denke ich mir auch so, wie leichtsinnig, ne? Wie leichtsinnig. So. Kann man ja auch den Weg hier hochreiten, ne? Machen wir das einfach mal. Wärmender Stein, okay. Keine Ahnung, wofür der gut ist, aber den haben wir jetzt geklaut. Wir müssen gleich mal gucken, wofür wir den ganzen Kram auch brauchen können. Weil irgendwie steht da alles für die Herstellung, aber was kann man denn wirklich für die Herstellung benutzen? So, bei den Früchten bin ich mir mal überlegen, kann man die benutzen für die Herstellung? Oder steht das da einfach nur?
ist die Frage, wo wir jetzt hinwollen, ne? Was gibt's hier oben, ist die Frage, ne? Gut. Wir bleiben mal kurz hier, weil ich will einmal meine Flasche erhöhen, die wir da bekommen haben. Das, glaube ich, macht schon Sinn. Glaube ich. So, Flasche. Flasche verstärken. Kann ich nochmal machen? Ne, kann ich nicht. Okay. So. Und was machen wir jetzt? Also in welche Richtung sollen wir jetzt gehen? Mal kurz auf die Karte gucken vielleicht. Also ich glaube, wir sollten mal hier runterreiten zur Tafel der Dings. Ich glaube, wir müssen mal zum Schmied. Eigentlich müsste der uns ja da einiges machen können jetzt schon, oder? Bin ich verkehrt? Wir haben ja schon ein paar Sachen wieder gesammelt. Schmiedesteine, wo war denn der nochmal? Was ist hier drin? Ich glaube schon, ne? Und da ist er. Ja, dann wollen wir nicht mehr reden. Na, vielleicht können wir auch mal gucken, wie viele Runen haben wir denn jetzt eingesammelt eigentlich? Können wir mal gucken. Hier, 13 Stück. Auswahl nutzen. 13 Stück. Guck mal. Wie viel hat man noch da? Guck mal. Also wir haben schon einige zusammengesammelt hier, ne? Hätte man auch mal vorher benutzen können, aber was soll's. So. Inventar. So, hätte ich auch beide benutzen können, das war dumm. So, Auswahl nutzen. Zwei Stück. Noch mal größer, ne? Guck mal hier, wow. Also langsam lohnt sich das. Und noch eine. Wie viel kriegt da sonst? Nochmal 2000. Nochmal 14.000 Dinger. Das ist nicht schlecht eigentlich. Ist die Frage, für was wir die nutzen können. Bei ihm können wir ja auf jeden Fall was schmieden. Genau, wir gucken mal, was wir haben ja unser Schwert. Ich kann unser Schwert ja mal erhöhen. Aber spielt auch keine Rolle. Zeig mir eure Waffen, okay. Über Roderica. Wollte mal fragen. Erstmal Waffe verstärken. So, also wir haben ja diese Sachen, haben wir ja. Wir können unser Schwert, können wir auf jeden Fall stärker machen. Können wir es nochmal stärker machen? Geil. Nochmal? Geil. Nochmal? Nee, leider nicht. Okay, aber wir haben ja schon. Aber wir hätten auch unser Schild eigentlich stärker machen. Obwohl, das können wir nochmal machen, ne? Das Schild ein bisschen stärker machen, so. Und das müssen wir jetzt nicht. Cool, also das ist ja mal fett. Das, wenn man guckt so, also. Das hat sich gelohnt, oder? Das hat sich wirklich gelohnt. Geil. Jetzt nur die Frage, was wir noch machen wollen. Ich frage mal nach Roderica. But she has a gift for spirit tuning. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. Okay. Gut. Hier gab's noch mehr, ne? Hier gab's doch irgendwo noch diese, wo man was kaufen konnte bei der Tanten. Bei den Tanten, wo waren die denn? Waren die hier? Ne, hier haben wir aber aufgemacht, ne? Aber noch so einen Schwertschlüssel haben wir nicht gefunden, ne? Oder? Naja, aber nicht. Okay. Gut, ich muss einmal zu diesem. Hier gab es auch noch einen Händler. Vielleicht können wir da nochmal schon was verkaufen. Ich weiß bloß nicht, wo der ist. Nicht zugeben. Also, ich kenne mich hier auch überhaupt nicht aus. Ich renne ja immer quer durch die Gegend. Kann ich die Tür hier aufmachen? Nein. Gut, also wir müssen einmal kurz. Das ist eine Kiste. Ja. Wir gucken einmal nach diesen anderen beiden da.
Hier war sie, okay. Hier auch nicht. Hier drin? Hä, wo waren die doch? Wo waren die denn? Okay. Der redet ja eh nicht mit uns. Ah, hier sind die, okay. Ich wollte mal kurz gucken, ob man... Haben wir eine Klangperle? Nee, nicht sein können. So. Was können wir denn bei denen mal kaufen? Vielleicht können wir es kaufen bei denen. Was ist denn das hier zum Beispiel? Runenbogen. Gewährt bei Verwendung der Segen einer ausgerüsteten Groß... Das kaufen? Was ist denn das? Ein Fragment des zertrümmerten Eldenrings. Gewährt bei Verwendung den Segen einer Ausgerüstung. Auch wenn ihr keine große Rune ausgerüstet, erhöht die Verwendung leicht eure maximale LP. Angeblich erhält der untere Bogen des Eldenrings seinen Segen und dieses Fragment stammt von einem. Das kostet aber 4000. Okay, was ist das hier? Online-Spiele. Kann auch über mehr Spiele nutzen. Ermöglicht es euch. Oder manchmal ein Jäger aus einer anderen Welt als Retter anzufallen. Machen wir mal. Benutzt ihr einen weißen Losungsring, schickt ihr automatisch Hilfegesuch für Jäger, okay. Was ist das? Objekt für Online-Spiele, versetzten Träger. Ich kaufe die beiden mal, weil ich will mich zwar stärker machen, aber ich will ja auch gerne wissen, wofür man das Ganze benutzen kann. Auch wenn ich mal vielleicht Hilfe brauche, kann ich mir wirklich mal jemanden online holen. Das macht, glaube ich, schon Sinn. Okay. Gut. Und noch irgendwas hier? Was ist das denn? Ein schwarzer Zauber scheint hochgeschätzt und Zauber, die der schaffen, erhöht die Anzahl der Speicherplätze. Da ist noch so ein Steinschlüssel, aber die finden wir, glaube ich, auch. Den müssen wir jetzt nicht unbedingt kaufen. Denke ich. Ja, das, ich glaube, wir sollen uns erstmal gleich wieder ein bisschen stärker machen auch. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, oder? Gut. Vielleicht reden wir noch mal kurz mit den ganzen Ah. What do you need? I have little time to spare. Was meint ihr, einen Hausgast? Oh. Are you aggrieved at the notion you are but a visitant here? Then you would do well to remember the first words of grace given to you. Stand before the Elden Ring and become the Elden if those words held any meaning to you. Follow the guidance of grace. Lay low the shard bearers. Do so, and the doors to the Round Table's inner chamber will open, and you will receive the wisdom of the two fingers. Okay. Ich rede nochmal mit den Leuten hier draußen. Vielleicht haben die irgendwas Neues zu berichten. Rodrika war das Mädchen hier, ne? Sollen wir mit der erstmal reden? Guck mal. Greetings. Nice to see my name is Rodrika. I should have told you sooner. Ah, okay. Isn't this place impressive though? Hat der Schmied uns ja schon gesagt. Table hold. Covert quarters of the two fingers. And gathering place of champions who vie to become Elden Lord. I never knew the guidance bestowed upon us tarnished had such fantastic roots, although it's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. Erzählt, was der Schmied gesagt hat, ja. You're telling me I possess some kind of gift? I don't believe you. But if I do have this talent, and goodness knows it would be my first, I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But
I know he's trapped here at the Round Table Hold. So, I can tell. He's a gentle soul underneath it all. If I do have a talent for... I'll ask Master... Warte mal, das hat der Schmied uns gesagt. Wir gehen nochmal zum Schmied und fragen den mal. Was hat der Schmied nochmal gesagt über sie? Back already. No matter. Lay out your arm. Da, gucken, was hat er gesagt? What about her? Würdet ihr über Rodria wachen? Are you out of your mind? Who'd stay with an ugly brute who only knows how to smith? Absurd. Besides, she'd never... Sie will es aber so. I refuse to believe it. I don't doubt you, but I know when something's too good to be true. Okay, dann reden wir nochmal mit ihr. Wir kriegen die beiden ja trotzdem zusammengefriemelt irgendwie. Lass ihn. If I do have a talent for spirit tuning, then good. I suppose I should try to hone it, shouldn't I? Klar. I'll ask Master Hugh to teach me. Aber er sagt jetzt nichts weiter, ne? Back already, no matter. Okay, ich kann nichts mehr mit ihm reden. Also er will, sie will und er will auch, aber eigentlich wollen die beide doch nicht. Also das ist ja schon wieder ein bisschen wehr, ne? Also typisch Frauen, oder? Also, das finde ich schon so ein bisschen komisch. Sie hatten wir ja in dieser Hütte da gefunden, glaube ich, ne? So, warte mal kurz. Wisst ihr noch, welche Hütte das war? Ich weiß es nicht mehr. Es war doch irgend so eine... Nordseite des Abelsees, vor dem Tor. Hütte des Kriegsmeisters, das war doch da, ne? Gehen wir kurz rein. Also, vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Könnte ich mir gut vorstellen, ich weiß es nicht. Aber irgendwie muss man die beiden doch da zusammenkriegen. Und in dieser Hütte da. Das klingt für mich so. Sturmhügel. Ah, nee, ist der Kriegsmeister, der war das genau. Ne, das ist die falsche Hütte. Wo war sie denn mal? Irgendwo haben wir die doch gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Sieht das noch? Warte mal. Hol mal die Karte. Hütte des Kriegsmeisters. Ist das die Hütte? Oh, ich weiß das nicht mehr. Das ist so blöde. Das ist auch so, die müsste man sich, eigentlich müsste man so kleine Notizen daneben machen können. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das richtig ist, aber... genau, diese Hütte war das. Und haben nämlich doch was übersehen letztes Mal. Was ist das? Eine goldene Saat. Na toll. Aber vielleicht können wir ihr die goldene Saat bringen. Vielleicht klappt das ja. Mal gucken. Wo ist sie denn? Hä? Wo ist sie denn hin? Jetzt ist sie weg. Okay, jetzt ist sie weg. Das ist ja blöd. Gehen wir ganz kurz zum Schmied. Vielleicht ist sie ja beim Schmied. Well, I took you for no matter. It's lay out your arms. Da. I spoke with the girl. She has a gift for spirit tuning. So I told her everything I know. I'm indebted to a spirit tuner I met long ago. It was all I could do to honor her. I'm sorry I doubted you. Ich glaube, es wäre egal gewesen, wohin gereist werden, weil
Ich behaupte mal, dass der, ist sie das jetzt? Good to see you again. Thank you very much. I have you to thank, don't I? For persuading Master Hugh. I can happily announce that he has taught me the noble toil of spirit tuning. I'm as yet unsure of what I might be able to accomplish. But if I might be able to help you all, I'd certainly like to try. And if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Roderica, the Spirit Tune Apprentice. Pleased to make your acquaintance. Geistereinstellung? Im Menü für die Geistereinstellung könnt ihr mit Runen und Gräbertalilien Geister verstärken, die ihr aus Arschen herbeiruft. Um Geister mit Eigennamen zu verstärken, braucht ihr Geistertalilien. Ruft die Geister von Zweis. Ach, man kann die dann sozusagen stärker machen, oder was? Ah, guck mal. Mal, mal stärker, nochmal stärker, ja. Ah, das ist ja perfekt. Guck, hier haben wir auch ein paar, aber die haben wir jetzt gar nicht genutzt, ne? Asche der einsamen Wölfe. Asche eines verrottenden Hundes. Okay, das können wir irgendwann nochmal benutzen. Ah, das ist ja cool. Okay. Jetzt haben wir die auch noch stärker gemacht, aber dann können wir die. Ach, wir können nochmal irgendwann jetzt mal rein. Warte mal. Wir haben ja unser. Wir haben ja noch ein bisschen Kohle. Vielleicht können wir noch mal uns auch nochmal ein bisschen stärker machen. Ich meine, wir haben jetzt natürlich nicht so geile Sachen. Rüstungsmäßig so. Das müssen wir auch nochmal verstärken, aber. Wir können uns erstmal uns stärker machen, oder? Indem wir mal sagen, Stufenaufstieg. So. Machen wir mal die Stärke höher. Und nochmal die Stärke höher. Zweimal. Okay. So, also jetzt langsam, glaube ich, werden wir. Haben wir hier noch. Haben wir noch was für die Flaschen bekommen eigentlich? Nicht genug goldene Saat, okay. Flasche verstärken? Nicht mehr Träne, okay. Gut. Arzneimischung? Über diesem Menü könnt ihr zwei Kristalltränen in der Flasche der wunderbaren Arznei mischen. So lassen sie es nachherstellen, deren Effekt ihr selbst bestimmt. Was ist denn das? Gierig in Hälfte der gesamten LP? Kurziger Stärkeschub. Ah, das ist ja clever. Das heißt, unsere. Okay, ich will mal ganz kurz bei der Kriegsasche nochmal gucken, was wir da noch haben. Aber da haben wir auch einiges gesammelt schon. Kriegsasche. Also auf dem hier haben wir jetzt. Wir könnten wilde Schläge machen. Große Sturmstampfer oder eiserner Wille? Was ist ein eiserner Wille? Okay. Wilde Schläge. Also, wenn ich Standard mache, dann bleibt das so. Da geht es ein bisschen runter. Obwohl nicht viel, ne? Das ist die Frage, was man noch macht, ne? Ich verstehe das Ganze noch nicht mit Standard und Schwer. Großschwertergetreuen, schweres Großschwertergetreuen. Wir machen mal Standard erstmal. So. Auf unser Schild können wir das drauf machen. Okay. Ist die Frage, ob man auch auf dem Langbogen was draufhauen kann. Mächtiger Schuss. Ja. Cool. Gut, jetzt sind wir eigentlich gut gerüstet, glaube ich, um auch mal jetzt, wie ihr wisst, einen Boss anzugehen. Ich würde sagen, genau, ich habe eine Idee und zwar, den hatten wir nämlich schon mal das erste Mal, den haben wir natürlich nicht geschafft, aber jetzt diesmal, glaube ich, können wir die gut schaffen. Wo waren die denn? Ist ja auch diese,
Katakomben des Fehlers, genau, da will ich hin. Das machen wir. Weil wenn ich jetzt mit den Hunden da reingehe, oder mit den Skelettkriegern oder was auch immer, ich glaube, ich nehme die Hunde, dann glaube ich, könnte man den ganz gut schaffen. Auch hauen wir ja ein bisschen mehr rein. Wir testen das mal. Müssen natürlich gut weggehalten werden von uns, die Hunde, das ist das Wichtige. Da sind die Hunde, okay. Mal testen. Okay, jetzt können wir die schon mit zwei Schlägen platt machen. Das ist natürlich super für uns. Zwei Schläge ist natürlich für uns top, weil wir dann natürlich direkt da reingehen können. So, jetzt will ich mal kurz gucken. Wir haben ja noch hier den Flasche mit den Himmelstränen. Flasche auf unserem Snail. Achso, warte. Da. Das nehmen wir auf jeden Fall einmal. Da kriegen wir, glaube ich, ein bisschen Power durch. Und dann gehen wir runter und holen uns die Hunde raus. Okay, der hat mich getroffen. Den holen wir uns jetzt da. Oh, jetzt müssen wir mal aufpassen hier. Ja. Die Hunde sind echt top. Perfekt. Gut. Halbmensch-Asche. Ganz ehrlich, wie leicht war denn das jetzt bitte sehr mit diesen Hunden und allem? Also, was heißt leicht und leicht, ne? Man sieht, mein Kampfstil ist immer noch beschissen. Aber wir haben es jedenfalls geschafft. Und ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben. Das ist schön. Aber ich guck mal, ist hier noch irgendwas? Ist irgendwas übersehen hier? Mehr ist hier nicht, ne? Ne. Okay. Ja, das können wir rausgehen hier. Perfekt. Sehr gut. Also ich finde, für heute haben wir da doch was geschafft wieder. Jetzt können wir auch die größeren Sachen mal angehen. Bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und denkt dran, Abo dazulassen. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.